Die meisten Menschen denken, dass der Schwarzwald vor allen Dingen aus Tannen besteht. Ist aber nicht so. Das meiste, wenn man hier rumschaut, sind Fichten. Die wurden hier gepflanzt, weil sie ein bisschen schneller wachsen als die Tannen und man Holz produzieren wollte. Wobei der Unterschied ist vielen auch gar nicht so bewusst. Also man erkennt schon bei den kleinen Bäumen den Unterschied. Während die Fichten rundum benadelt sind, überall grün, gibt es bei den Tannen eine deutliche Oberseite und eine Unterseite, die weiß ist. Und wenn man rumschaut, sieht man auch, ja, dass die von Tieren gefressen werden. Vor allen Dingen die Weißtanne ist hier überall abgeknabbert. Das sind Rehe oder Hirsche gewesen. Daneben die Fichten sind nicht mal angeknabbert. Also da gibt es definitiv einen Unterschied. Wenn man sie zerreibt, riecht man bei den Tannen eher so ein bisschen den orangenartigen Duft, während die Fichten mehr so an Harz, an ja, das Waldaroma erinnern. Man kann sie als Tee zubereiten, da schmecken beide ganz gut, auch wenn es unterschiedliche Geschmäcker sind. Man kann sie zum Aromatisieren von, ja, von Soßen, auch von Süßspeisen sogar verwenden. Aber wenn man drauf rumkaut, merkt man schon, anfangs wirklich sehr angenehm, so ein ja, waldartiger Geschmack. Aber je länger man drauf rumkaut, desto mehr geht es in Richtung Badezusatz. Also bitte vorsichtig dosieren, wenn man sie verwendet.